الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Meine lieben Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Alles Lob gebührt Allah. Sein ist das Reich. Sein ihm gebührt aller Lobpreis. Wir danken Allah Azza wa Jal für jede Gunsterweisung, die er auf uns hinabgesandt hat. Und wir bitten ihn um noch mehr, denn dies ist für ihn ein leichtes. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für unsere Missetaten. Und wir bitten ihn um Vergebung dafür, dass wir in den Gottesdiensten zu kurz treten. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Und er ist derjenige, der uns dabei behilflich sein kann. Und ich bezeuge auch, dass der von ihm entsandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Gesandte Allahs und der Führer der Menschheit und der Beste aller Menschen gewesen ist, der den Koran und seine eigene Sunna auf die perfekte Art und Weise umgesetzt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihm am Tag der Auferstehung versammeln und möge Allah azza wa jalla uns durch unsere Liebe zu ihm an ihn nähern am Tag der Auferstehung. Meine lieben Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat, nachdem er ein Pflichtgebet verrichtet hat, immer Allah um Vergebung gebeten. Denn wie manche Gelehrte darauf hingewiesen haben, dass man Allah um Vergebung bittet, nachdem man eine gute Tat geleistet hat, weist darauf hin, dass man erstens einmal Angst hat davor, dass Allah diese Tat nicht annimmt. Und es weist darauf hin, dass dieser Diener Allah gegenüber nicht überheblich ist, sondern im Gegenteil, er ist ihm gegenüber unterwürfig. Und er gesteht ein, dass diese gute Tat, die er geleistet hat, dass er sie hätte noch viel besser verrichten können, wenn er nur wollte und wenn Allah natürlich ihm auch den Erfolg dazu verliehen hätte. Insofern, der gläubige Mensch ist nach einer guten Tat, die er gemacht hat, auf der einen Seite hat er Hoffnung, dass Allah ihm diese annimmt, auf der anderen Seite befürchtet er, dass er Allah gegenüber nicht gerecht geworden ist durch diese gute Tat, die er gemacht hat. Denn wer ist derjenige gläubige Mensch, der eine Tat für Allah macht und danach sagen kann, ich habe sie so gemacht, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Und Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nicht nur nach dem Salah Allah subhanahu wa ta'ala dreimal um Verzeihung gebeten, Astaghfirullah, 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 sondern er hat auch, Allah hat uns auch im Koran angeordnet, nach der Hajj Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten. Und man erkennt, dass sowohl das Gebet als auch die Pilgerfahrt, beides sind Gottesdienste, durch die wir uns die Vergebung unserer Sünden an sich schon erhoffen. Und trotzdem soll man danach Allah um Vergebung bitten. Und wir haben, Alhamdulillah, eine Säule unserer Religion, nämlich die Säule des Fastens, abgeschlossen. Und deswegen möchte ich mich und euch auch daran erinnern, Allah um Verzeihung zu bitten. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber die Hoffnung aufrecht erhalten, dass er von uns annimmt, aber gleichzeitig auch in unseren Herzen uns nicht darauf stützen, auf die Taten, die wir gemacht haben. Denn kein Mensch von uns wird den Paradiesgarten betreten dürfen durch irgendwelche Taten, die er begangen hat, sondern einzig und allein durch die Gnade Allahs subhanahu wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet, hat klar und deutlich gesagt, Jeder Mensch begeht viele Fehler. Aber die besten derjenigen, die viele Fehler begehen, sind diejenigen, die sich Allah immer wieder reuig zuwenden. Die sich Allah immer wieder reuig zuwenden. Das heißt, jedes Mal, wenn er einen Fehler begangen hat, bittet er Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Auch wenn er weiß, dass er diese Sünde schon zum 100.000. Mal begangen hat. Trotzdem sagt er nicht oder gehorcht er nicht dem Shaitan und sagt nicht, ich mache sowieso die Sünde noch einmal und deswegen brauche ich Allah nicht um Verzeihung zu bitten. Nein, dann bist du nämlich nicht jemand, der sich immer wieder reuig Allah zuwendet. Reuig Allah zuzuwenden bedeutet, nach jeder Sünde sofort Allah um Verzeihung zu bitten. Denn Allah azza wa jalla ist derjenige, der alle Sünden vergeben kann, wenn er will, subhanahu wa ta'ala. Aber sich Allah reuig zuzuwenden bedeutet nicht, das nur bei einer Sünde, im Falle einer Sünde zu tun, sondern immer sich Allah zuzuwenden, egal ob man eine Sünde begangen hat oder nicht. Allah liebt es, dass man ihn um Verzeihung bittet, denn dadurch
zeigt sich seine Barmherzigkeit, dadurch zeigt sich seine Allvergebene, sein Allvergeben, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith: Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ihr nicht sündigen würdet, würde Allah euch hinfortnehmen. Wenn ihr nicht sündigen würdet, würde Allah euch, das heißt diese Schöpfung Mensch, wegnehmen. Und er würde stattdessen ein Volk bringen, das Sünden begeht, daraufhin Allah um Verzeihung bittet, woraufhin Allah ihnen vergibt. Das heißt, Allah liebt es zu vergeben. Wenn das für die Sünder ist, dann wie steht es dann erst recht um diejenigen Menschen, die ihre Sünden schon längst bereut haben, dann steigen sie durch dieses um auf Vergebung bitten, im Rangstufen bei ihrem Herrn auf, subhanahu wa ta'ala. Auch unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der bekanntlich sündenfrei ist, denn Allah hat ihm seine vergangenen Sünden und die zukünftigen Sünden schon vergeben. Trotzdem sagt Allah zu ihm: Und bitte Allah für deine Sünden um Vergebung und preise ihn mit dem ihm zustehenden Lob und preise deinen Herrn mit dem ihm zustehenden Lob morgens und abends oder vormittags und abends. Und das ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, es gibt viele Hinweise darauf, wie wichtig und gewaltig es ist, Allah um Verzeihung zu bitten. Auf Arabisch Istighfar. Istighfar ist eine der gewaltigsten Gottesdienste überhaupt. So sehr, sie ist so wichtig, dass Allah über mehrere Propheten uns in seinem ewigen Buch, das wir lesen werden bis kurz vorm Tag der Auferstehung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns über Propheten berichtet hat, wie sie Allah gegenüber Istighfar gemacht haben. So berichtet er über unsere Eltern, als er sagte, sie beide sagten: Unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht zugefügt, und wenn du uns nicht vergibst und dich nicht uns gegenüber gnädig zeigst, dann werden wir zweifellos zu den Verlierern gehören. Ebenso über den Propheten Noah, alayhi salatu wassalam. Er sagte: Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und vergib jedem gläubigen Mann und gläubigen Frau, die mein Haus betreten. Ebenso über Moses, sallallahu alayhi wasallam, als er, nachdem er versehentlich einen Menschen getötet hatte, sagte er: Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, so vergib mir. Daraufhin hat Allah ihm vergeben, denn er ist der Allvergebende und der Gnadenvolle, der Gnädige. Liebe Geschwister, über Dawud a.s., als er einmal ein falsches Urteil gefällt hat zwischen zwei Leuten, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet in Surat Sad, dass er Allah um Verzeihung gebeten hat und Allah azzawajal hat sich natürlich ihm auch ruhig zugewandt. Meine lieben Geschwister, das sind die besten Menschen. Das ist die Auswahl der Schöpfung. Das sind die Ausgelesenen, das sind die ausgewählten Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala, die Propheten und die Gesandten. Und Allah azzawajal spricht uns alle an, indem er sagt in einem heiligen Hadith: O meine Diener, ihr begeht bei Nacht und bei Tag ständig Sünden. Und ich bin es, der die Sünden allesamt vergibt. So bittet mich um Vergebung, dann werde ich euch auch vergeben. Dieser Hadith ist sahih Muslim überliefert worden. Meine lieben Geschwister, das Problem ist also nicht, dass Allah oder ob Allah die Sünden vergibt, sondern das Problem ist, ob man sich wirklich ihm reuig zuwendet, ob man tatsächlich mit der Zunge ausspricht und es mit dem Herzen meint und mit den Taten zeigt, dass man sich Allah Azza wa Jal gegenüber schämt und ihn um Vergebung gebeten hat und darauf hofft, dass Allah einen stärkt, sodass man nicht zu der Sünde noch einmal zurückkehrt. Allah um Verzeihung zu beten hat so viele Vorteile. Dazu gehört natürlich, liebe Geschwister, dass es ein Gottesdienst ist, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam dabei nachahmt und viele andere Möglichkeiten. Die Art und Weise, wie man Allah um Verzeihung bittet, ist vielfältig. Die einfachste ist, indem du sagst Astaghfirullah oder indem du sagst Rabbighfirli. Aber es gehört zum Anstand und zur Vollkommenheit, dass man mit der Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala beginnt. Dass man Allah azza wa jalla erstmal lobt, so wie es ihm gebührt, ihn zu loben. Und danach diese Sünde, die man begangen hat, bekennt, sich zu dieser Sünde bekennt, zu diesen Fehler eingesteht und danach Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet. Denn dadurch schreibt man Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft zu, dass er azza wa jalla es ist, der die Sünden vergibt und sonst niemand dazu imstande ist. Auch dieses um Verzeihung bitten ist so wertvoll, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt,
bring mir ein Bittgebet bei. Wie soll ich also Allah um Verzeihung bitten? Im Salah sogar. Weil er wusste, dass das Salah natürlich zu den wertvollsten Gottesdiensten überhaupt gehört. Und dann brachte er ihm bei. Er sagte, sprich, O Allah, ich habe mir selbst viel Unrecht zugefügt. Und niemand vergibt die Sünden außer dir. So vergib mir eine, so gib mir oder gewähre mir eine Vergebung von dir aus und sei mir gnädig, denn du bist derjenige, der alle Sünden häufig vergibt und du bist der Gnädige. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Meine lieben Geschwister, das um Verzeihung bitten bei Allah subhanahu wa ta'ala, al-Istighfar, hat so viele, so großen Nutzen, sowohl in diesseits als auch im Jenseits, sodass ich nur auf ein paar Nutzen davon hinweisen möchte. Einer davon ist, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer in seinem Buch viel Istighfar vorfindet, der wird Tuba erhalten. Und Tuba, haben die Gelehrten gesagt, ist ein Baum im Paradies, der so groß ist, dass du innerhalb von 600 Jahren, wenn du reitest, 600 Jahre lang durch den Schatten dieses Baumes, wirst du diesen Schatten niemals überqueren. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, wer sich erfreuen möchte über sein Buch, das heißt am Tag der Auferstehung, der soll den Istighfar häufig sprechen. Meine lieben Geschwister, Istighfar ist ein Grund dafür, dass Allah Azza wa Jal die kleinen als auch die großen Sünden vergibt. Istighfar ist sogar ein Grund dafür, dass Allah den eigenen Eltern vergibt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so manch einer wird am Tag der Auferstehung im Paradies um Rangstufen erhöht werden. Und er wird sagen, woher kommt das? Warum? Ich habe doch gar nichts getan. Da sagte man zu ihm, das ist aufgrund dessen, dass dein eigenes Kind für dich um Vergebung gebeten hat. Meine lieben Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nach dem heutigen Tag unsere Zeit besser nutzen, als wir sie vorher genutzt haben. Und dass man niemals irgendwo in der Ecke sitzt und Däumchen dreht und einem langweilig ist. Stell dir mal vor, wenn du manchmal irgendwo bist und auf jemanden wartest oder einen Termin hast beim Arzt oder wo auch immer, dass du diese Zeiten niemals vergeuden lässt. Und dass du diese Zeiten als die wertvollsten Zeiten überhaupt betrachtest, indem du niemals deine Zunge zur Ruhe kommen lässt und dann immer, immer Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittest oder seiner gedenkst allgemein oder Koran liest oder ihn um irgendetwas Gutes in diesem Leben oder im nächsten Leben bittest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg dazu verleihen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.